Ab ins Bett von Katharina Kunzmann ist ein Buch, das ich vom Goldmann Verlag als Rezensionsexemplar bekommen habe, wofür ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Und ich habe hier eine traumhafte Reise in die Welt des Schlafes erlebt, wie es schon auf dem Cover steht. Und zwar, bietet uns Katharina Kunzmann einen Einblick in die Welt des Schlafes, und zwar vom Einschlafen bis zum Aufwachen haben wir einen schönen Gesamtüberblick. Und zwar geht es erstmal los beim Einschlafen, und zwar erzählt sie uns, was beim Einschlafen hilft oder eben auch nicht hilft, also was kontraproduktiv ist, um angenehm einschlafen zu können. Und dabei ist schön, dass sie auch beschreibt, warum das produktiv oder kontraproduktiv ist. Also wir erfahren hier auch ein bisschen Hintergrundwissen. Manches weiß man ja, dass man nicht unbedingt um 10 Uhr nachts noch einen Kaffee trinken sollte, wenn man dann möglichst lange und erholsam schlafen möchte. Aber warum das so ist, erklärt sie uns eben auch in diesem Buch. Dann geht es weiter mit dem Schlafen an sich, also die verschiedenen Schlafphasen und ob wir eher Frühaufsteher oder die Nachteule sind und dass beide Varianten durchaus okay sind. Also wir müssen uns nicht rechtfertigen für das, was wir sind vom Schlaftyp her. Es geht um das richtige Bettsystem, also welche Matratze und welches Kissen für welchen Schläfer geeignet ist, was ich auch sehr interessant fand. Auch wie man sich das Schlafzimmer an sich gestalten soll. Also es geht nicht nur um den Schlaf an sich, sondern auch die Umgebung, in der wir schlafen. Die Superkräfte des Schlafens. Hier erfahren wir, ob Lernen im Schlaf wirklich funktioniert und ob das Wort Schönheitsschlaf nur so eine Floskel ist oder ob wir tatsächlich schön werden im Schlaf. Und dann geht es im Anschluss auch noch um das Aufwachen, wie wir in den Tag starten, ob die Snooze-Taste sinnvoll ist, wie wir möglichst schnell fit werden nach dem Schlafen. Und somit bekommen wir einen wirklich schönen Gesamtüberblick über den Schlaf an sich und die ganzen Aspekte, die eben damit zu tun haben. Und wie gesagt, hat mir darin sehr gut gefallen, dass die einzelnen Themen auch begründet wurden, warum das so ist. Es werden hier auch Studien mit eingebracht und auch Interviews. Also Katharina Kunzmann interviewt hier die verschiedensten Menschen. Und das geht von Hörbuchsprecher über Astronauten hin zu Malern und Hypnotiseuren. Also alle Menschen, die irgendwie annähernd mit dem Schlaf zu tun haben oder sich damit beschäftigen, werden interviewt, was das Buch wahnsinnig auflockert, weil immer mal wieder diese Interviews eingeworfen werden. Ich habe allerdings eine kleine Kritik an diesem Buch, und zwar ist man sich manchen Sachen ja durchaus bewusst. Ich habe hier gelernt, ein Wecker ist schlecht oder ein Wecker ist der Feind. Ja, das weiß ich bereits. Also ich weiß, dass wenn der Wecker klingelt, meistens nicht die optimale Zeit ist zum Aufstehen, aber manchmal ist das eben so. Manchmal muss man leider um 10 Uhr abends oder 9 Uhr abends ins Bett gehen, weil man halt um 4 Uhr morgens aufstehen muss und man hat halt keine Wahl, das zu tun. Das heißt, ich muss um 9 Uhr einschlafen, auch wenn ich weiß, ich bin eine Nachteule. Und darauf ist sie meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig eingegangen, weil wenn ich frei habe, dann ist es klar, dass ich meinem Rhythmus folge und dann
zu der Zeit ins Bett gehe, wenn ich müde bin und auch aufwache, wenn mein Körper mir signalisiert, okay, du bist jetzt ausgeschlafen. Natürlich sollte man das so machen. Wer in einem Bürojob mit Gleitzeit arbeitet, der kann sich hier nach diesem Buch super richten. Aber was macht die Krankenschwester oder jeder andere, der in einem sozialen Beruf arbeitet oder allgemein in Schichtarbeit? Die Leute, die können halt nicht eben mal so entscheiden, okay, nee, ich stehe jetzt noch nicht auf oder nee, ich gehe jetzt noch nicht ins Bett. Das geht halt mal nicht so einfach. Und da hätte ich mir noch den ein oder anderen Tipp gewünscht, beziehungsweise einfach, dass sie mehr auf diese Menschen eingeht. Ansonsten kann man sich hier aber trotzdem den ein oder anderen Tipp holen, wie man denn möglichst sanft und gut einschlafen kann und was man vielleicht oder welche Gewohnheiten man weglassen kann, um ja, die Müdigkeit, das Einschlafen zu fördern. Das meiste davon wusste ich schon, aber dafür kann Katharina Kunzmann ja nichts, weil ich mich immer mal wieder damit beschäftigt habe. Aber ich sag mal, für jemanden, der wirklich gezielt Tipps sucht und noch so gar nicht weiß, was ist Schlaf, wie kann ich am besten einschlafen, für den ist das ein absolut guter Ratgeber. Ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass ich da gar nichts für mich mitnehmen konnte. Und zwar, was ich für mich mitgenommen habe, waren diese Begründungen. Also warum ist Kaffee am Abend schlecht? Oder warum machen mich Mandarinen morgens munter? Und ja, solche Sachen. Also das nochmal wissenschaftlich fundiert zu lesen, war für mich interessant, damit man auch einfach weiß, warum ist das überhaupt so. Auch das mit den Schlaftypen fand ich sehr gut und dass man sich ein bisschen ins Bewusstsein rufen kann. Schlaf ist was Tolles und Katharina Kunzmann hat mir hier wieder gezeigt, dass es nicht schlimm ist, wenn man sich für ein Nickerchen nachmittags hinlegt. Und dass es nicht schlimm ist, wenn man seinen Schlaf am Tag einfach braucht. Das ist so und das ist was Tolles. Und wir sind da alle ganz individuell, was den Schlaf angeht. Und da konnte mir Katharina Kunzmann wirklich was Gutes tun. Und zwar insofern, dass ich weiß, mein Schlafverhalten ist normal und darum muss ich mir keine Sorgen machen. Und dass man sich auch Schlaf etwas bewusster macht, insofern, dass ja in unserer Gesellschaft heutzutage einfach der Schlaf viel zu unterbewertet wird. Also es wird sich damit gebrüstet, oh, ich habe heute nur 3 Stunden geschlafen und ja, damit gibt man an, aber was bringt einem dasselbe im Endeffekt? Nichts. Und ja, da hat mich Katharina Kunzmann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und dieses Buch ist wirklich toll für einen gesamten Überblick über den Schlaf, bis auf diesen kleinen Aspekt, dass ein bisschen zu sehr der Gleitzeit arbeitende Büroarbeiter vorgezogen wird vor den schichtarbeitenden Menschen. Auf die hätte hier vielleicht noch ein bisschen mehr eingegangen werden können und sollen, finde ich. Aber ja, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr am besten euer Schlafzimmer und eure Matratze etc. gestaltet, damit ihr nächsten Morgen nicht mit Rückenschmerzen aufwacht oder wie ihr eure Lebensgewohnheiten ändern könnt, um schön in den Schlaf zu starten oder so kleine Einschlafhilfen und was der Schlaf alles Gutes mit sich bringt, dann müsst ihr dieses Buch definitiv lesen. Es hat mir einiges Neues beigebracht, einiges kannte ich schon, aber wie gesagt, das weiß die Autorin ja nicht und deswegen kann ich das auch nicht zu Lasten legen.
bis auf diesen einen Punkt ein gelungenes Sachbuch über den Schlaf und alles, was damit zu tun hat. Ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen und euch etwas gebracht, um einen Überblick über das Buch zu haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es schon gelesen habt oder noch lesen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!